So, dann schneiden wir jetzt mal an der Stelle und machen gleich weiter. Und ja, jetzt gehen wir unten runter, bauen uns mal in diesen Gang rein. Jetzt gucke ich mal auf die Uhr. 30 Minuten. Ich habe also so 10 Minuten Zeit, dann muss ich wieder hier hoch. Denn ich weiß ja nicht, wie das jetzt ist mit meinen Ausleuchtekünsten hier. Ah ja, genau, da war die Höhle. Da gucken wir mal rein und dann werde ich mir das mal mit Sand. Wie tief ist denn das Ding? 2, 3, das geht eigentlich. Ja, ich weiß, Minecraft. Ich weiß, was habe ich jetzt nicht gemacht? Doch, das sind doch die Steinschaufeln. Ich weiß, Minecraft, da ist eine Höhle. Das ist aber relativ hell hier. Sieht aber echt nur so aus. Dann mache ich mal bis hier alles hell. Hey, kein Monster drin. Sehr gut. Na ja, gut, das ist ja auch direkt unter mir gewesen. Und da sollte ja auch laut Wikipedia nichts spawnen. Dann bauen wir uns hier mal dann die Leiter weiter. Reimt sich sogar. Habe ich denn noch genug? Ach so, ich muss auch noch Leitern machen, wie Sau, genau. Ich hoffe, dass die Bäume dann überhaupt reichen. Wollen wir erstmal die Rohstoffe hier raus und vielleicht müssen wir noch ein paar Bäume anpflanzen wieder. Können wir ja machen, wir haben ja genug. Ich glaube, das mache ich auch dann. So, Eisen haben wir. Sehr schön, da können wir uns dann auch eine Eisenspitzhacke machen. Ich glaube, das reicht erstmal als Equipment. Eisenspitzhacke. Ist das hier alles hell genug? Irgendwo röchelt es. Vielleicht ist irgendwo eine Höhle in der Nachbarschaft noch, die ich jetzt anbohre hier. Wer weiß das schon? Wie sieht das übrigens aus mit der Schwierigkeit? 2,49 Tag 7. Also nach Minecraft-Zählung. Nach meiner eigenen ist es dann wohl schon die 8. Jo, gut. Dann können wir noch ein bisschen weiter runter. Denn ich habe noch 6 Leitern. Also können wir noch 2 dieser Etagen machen. Das ist natürlich hier mit diesem Stein, kannst du hier in diesem Hard Mode nichts anfangen. Da haben wir dann wieder. Ah, Mistding. So. So, ein Ding dahin und dann geht's wieder nach oben. Habe ich hier noch was vergessen? Lass mal gucken. Eisen oder an. Kohle sieht nicht so aus. Da unten geht es ja nicht weiter, oder? Nee, geht es nicht. Okay. Alles klar, man könnte eigentlich die Höhle dann hermetisch abschließen.
und die Fackeln wieder benutzen. Vielleicht mache ich das sogar. Dann darf ich mich ja nur nicht erschrecken, dass ja, ich lasse es erstmal so, aber wenn ich mal Fackelmangel habe, dann mache ich das. So, dann gehen wir nach oben. Was ist das da so hell? Ach, die Sonne ist direkt über uns, im Zenit. Ja, so, was ist mit euch? Habt ihr wieder Eier gelegt? Seid ihr übrigens wieder willig, euch zu paaren? Ich hole mal etwas. Ne, erstmal machen wir das so, dass wir hier die in Eisen, das Eisen, hier mal reinschmeißen. Für Adi brauche ich zwei. Ne? Jetzt hat Holzkohle auch eine andere Textur als Kohle hier. Anders. Das war früher, glaube ich, mal identisch. Oder ich mache das so, dass ich. Aber das ist Minecraft 8. Stellt euch mal vor, wir haben in dieser neuen unterirdischen Festungen. Ich mache das mal so, Ernte von der Seite. Geht ja auch. So, und dann nehmen wir das auf. Ihr macht mich noch fertig hier. Echt. So. Ob das auch reicht, die Hühner mit zu versorgen, mal sehen. Reicht es nicht. Aber es reicht mir schon wieder, 4 Brote zu machen. Das ist doch fantastisch. Brot für den Opa. So, jetzt haben wir 11 Brote. Was wollte ich jetzt Leitern machen? Da hatte ich doch schon mal ausgerechnet. Ich habe es natürlich schon wieder vergessen. Wie war denn das? Wie viel habe ich denn überhaupt noch? Ich habe da noch an Eisenholz eine ganze Menge. Wir wollten Leitern machen. Wir haben jetzt schon mal ein Stack. Nee, Quatsch, so weit waren wir nicht unten. Wie weit waren wir runter? Das kann man ja ganz einfach nachprüfen, indem man wieder runter geht. Dürfte ja nichts spawnen. So, F3, wir sind also, gucken wir auf 44. Das heißt, wir müssen noch 44 Leitern machen, um ganz nach unten zu kommen. Aber ich würde mal sagen, wir wollen nicht ganz nach unten, sondern naja, wir machen trotzdem 44 Leitern, das ist ja nicht so viel. Erstmal gucken, wie viel das hier werden. 7, 3, 21, na, da haben wir schon die Hälfte, mehr oder weniger. Und ach, das reicht völlig aus. Okay. Alles klar. Was haben wir jetzt im Ofen? Den Eisenbahn. Sehr schön, die tun wir erstmal dahin. Das ist also ein sehr wichtiger Schatz für uns im Moment, der Eisenbahn. Die 16 davon. Holz, Kohle, Kohle. Wenn ich es nicht brauche, kann ich es ja da rein tun. Erde, naja, nehmen wir mal mit. Den Kies brauche ich garantiert nicht, den Andesit. Das ist, wie gesagt, hier großer Käse in diesem Glas. Brauche ich auch nicht. Ich habe gedacht, wenn man da so eine Höhle hat, wo man nicht weiß, wie groß die ist, dann muss man den Tunnel da, den Abstieg mit Glas einfassen. Das brauche ich nicht. So, und dann haben wir, ja, Stöcke. Ja gut, ein bisschen Kohle sollten wir trotzdem mitnehmen, falls es unten keine gibt.
19. Naja, wir machen uns gleich noch mal ein paar Fackeln hier. So, mache ich mir jetzt eine Rüstung übrigens aus diesen schönen Eisenbahnen. Da könnte ich mir schon mal eine sowas machen. Einmal sowas, das sind also 16. Ich brauche ja dann also 5 für die 9 und 5. Ich könnte also die Hose machen, das sind 7 und 18, 15. Da hat ein Huhn doch ein Ei gelegt. Ja, danke schön, Huhn. Dankeschön, liebes Huhn. So, dann wollen wir mal sehen. Na, da ist noch ein Ei. Komme ich da so dran? Komme ich so dran? Auch nichts. Alles nur faule Eier. Wahrscheinlich sammle ich erstmal ein ganzes Stack Eier. So, einmal Brot. Mahlzeit. Gibt es hier eigentlich Kartoffeln irgendwo? Äpfel habe ich aufgefressen. Kartoffeln gibt es nicht. Hier fehlt noch irgendwie ein bisschen Licht. Also rein subjektiv jetzt gesehen, meine ich, dass da hier so ein bisschen Licht fehlt. Und hier auch noch. Hier sowieso. Und da. So. Ich könnte jetzt mal in die Nachbarinseln fahren, aber ich darf hier nachts hier nicht runter. Oder wie war das? Oder darf das Bett hin und nach? Der ist auch egal. Ich bleib hier mal. Oder soll ich mir mal... Ich guck mir mal die Insel von außerhalb an. Mal zu sehen, wie schön die erleuchtet ist. Ich habe doch noch ein Bütchen, genau. Gucken wir doch mal. Vielleicht finden wir ja auf einer anderen Insel dann auch ein paar Monster. Hier kommt ja nichts. So, mal schauen. Nirgendwo gegenfahren. Auf jeden Fall nicht gegen irgendwelche. Tintenfische oder so. Nee, sieht alles ruhig und friedlich aus. Die Insel ist da hell erleuchtet, also da kann wirklich nichts spawnen. Aber man hat ja schon die berühmten Pferde vor der Apotheke. Ihr wisst, ne? Kotzen sehen. So heißt das wirklich. Leck mich am Arsch, ist übrigens auch ein... Da ist da ein Monster. Da, wir gucken uns mal ein Monster aus der Nähe an, damit ihr seht, wie die aussehen. Da kommen sie schon an. Creeper und Zombies. Ja, so sehen Monster aus. Da oben ist eine Spinne gewesen. Also es gibt sie tatsächlich, aber nicht hier auf dieser herrlichen... hell erleuchteten Insel hier. Das ist ja wirklich Wahnsinn, wie das hier blinkt und blitzt. Alles hell. Kein Monster weit und breit, sagte Norbert. Und was passierte? Im nächsten Moment wurde er von einem Ich darf nicht unter das Boot tauchen, dann verschwindet es nämlich. Ach so, verschwindet es natürlich auch. So.
jetzt sagen sich die Monster bei einer Spielstärke von, wo sind wir inzwischen? Difficulty 2,72 bei einer Schwierigkeit von 2,72. Ja, da passiert noch nichts, sagen die Monster, aber bei einer Schwierigkeit von 5, da spawnen die Monster selbst ab Tage oder so. Oder wie ist das hier im Hard Mode? Hardcore Mode. Ich habe in den ersten Überschriften Hard Mode geschrieben. Ich muss das mal abändern. In Hardcore Mode. So. So, 12:30 ist es. Wir haben jetzt 45 Minuten aufgenommen. Ah, die Monster bleiben da. Ich könnte natürlich sagen, jetzt ich werde auch noch die Insel platt machen. Richtig, sodass also nichts über Wasser mehr ist. Da kommen da auch keine Monster hin. Dahin werden auch Monster genug sein. Aber hier nicht. Oder habe ich jetzt gerade eine Spinne gehört? Das wüsste ich aber, oder? Ja, dann warten wir mal wieder auf den Sonnenaufgang, damit ich was schneiden kann. So, was haben wir gemacht? Wir haben jetzt, ich kann doch einfach mal, nee, wir machen das morgen. Wir haben jetzt den Tag mal zur Rundreise genutzt. Wir haben ja keine Eile und keine Hektik. Wir können ja Folge machen, 500 Folgen oder was weiß ich hier im Hardcore-Modus. Eroini hat ja auch so einen Hardcore-Modus, werde ich. Bei welcher Folge er jetzt gerade ist in seiner neuen Staffel, aber das ist schon irrsinnig weit. Da hatte ich schon mal, so ganz kurz mal reingeguckt, so in so eine Folge am Anfang, da baute er irgendein riesen Glasdach. Er ist ja immer am Bauen wie ein Wilder. Wir begnügen uns hier aber mal mit dem Aussichtsturm, das ist praktisch. Blick in alle Richtungen, auch nach unten. So. Die Höhe ist auch angenehm. Nicht zu hoch. Dann würden nämlich wieder Monster spawnen da unter uns. Also wie gesagt, Minecraft-Wiki sagt 20 Felder von mir entfernt fängt es an zu spawnen. Wir haben das hier gesehen, ganz am Anfang, wo hier noch die Bäume standen und nicht so schön ausgeleuchtet war, sind ja hier noch Monster gespawnt. Und auch hier mal am Rande, das haben wir jetzt untersagt, wir könnten noch mal irgendwie vielleicht, da unten ist wohl noch zu dunkel, aber dafür sind wir zu dicht dran. So. Ja, wir können uns jetzt natürlich. Ach, wir machen uns doch mal. Machen wir uns Rüstung oder ich weiß nicht. Rüstung. Oder mache ich mir erstmal ein paar. Wir haben also hier noch ein paar Steinspitzhacken. Wir müssen ja unten ein Strip Mining machen oder sowas. Ne? Ich lasse die, glaube ich, erstmal hier. Da ist schon wieder ein Ei geploppt. Den kann ich auch hier lassen. Schwert, warte mal, das braucht ja nicht. Zaun, was brauche ich in Zaun? Da unten brauche ich keinen Zaun. Sand können wir gebrauchen, habe ich ja gerade benutzt. So, oder ein bisschen Holz, ein bisschen Cobblestone, etwas Brot. 10 ist natürlich nicht viel. So, und dann gehen wir mal wieder hoch und schneiden. Jetzt gucke ich mal auf die andere Seite. So, guter Mond, du gehst so stille. Schnee lag auf der grünen Flur. Nee, wie es dunkel war, der Mond schien helle. Ich schneide jetzt mal. Schnitt an dieser Stelle. Das reimt sich sogar.